I don't want to be alone. Guten Morgen. Sämtliche Schilder sind verschossen. Das ist erstmal auch sowieso ein Anblick hier oben. Aber soll mich nicht weiter stören. Ja, ganz witzig. Ich habe festgestellt, dass ich ja genau auf der Nahtstelle zweier Landkreise geschlafen habe. Die Stelle ist ideal. Hinter mir wäre zwar auch eine Möglichkeit gewesen, ein bisschen verdeckter. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig aufzufahren. Es kommt hier eh keiner vorbei. Hier hatte ich es relativ günstig. Hinter mir ist auch eine Feuerstelle. Also es scheinen öfters irgendwelche Leute hier halt dann auch zu schlafen. Ja, nicht ganz warm. Also heute war es natürlich mit 6 Grad außen und innen etwas frisch. Würde mich nicht stören, wenn nicht die Decke verrutscht wäre. Zwischen Luftmatratze und mir, klar, die Luft bei 6 Grad außen und innen kühlt auch aus. Und die Kälte kam dann halt von unten. Ah, das war natürlich ein bisschen schade. Ja, die Straßenbedingungen, ich glaube, die bleiben natürlich genauso gut. Da bin ich sehr zufrieden. Von 2012 bis jetzt, also wo ich das Video gesehen hatte, 2012 war der Aufnahmejahr. Das war schon echt fies und sehr unangenehm. Da hatte ich echt schon gedacht, das wirst du sein lassen. Aber ich habe gutes Vertrauen in die Straße. Es gab drei Stellen, die waren steinig. Ich glaube, da reden wir jetzt von ja, jeweils so 10, 15 Meter. Absolut lächerlich. Auch überhaupt nicht das Problem für den Wagen. Ja, der Rührkuchen ist auch leer. Die zweite Hälfte schmeckte genauso gut wie die erste. Ich weiß gar nicht, was das für ein Kuchen genau ist. Eigentlich nur Teig. Also es schmeckte nach Teig. Nicht jetzt irgendwie Zitrone, Schokolade oder Karamell, sonstiges. War wirklich sehr lecker, kann man nichts gegen sagen. Ja, Sonnenaufgang. Ich habe natürlich jetzt die andere Seite des Hügels sozusagen. Es ging nicht anders. Aber ich denke, es sah trotzdem relativ gut aus. Kühe sieht man hier relativ viel. Das hat mich auch überrascht. Und dann werden wir mal schauen. Ich habe jetzt anderthalb Stunden Fahrt vor mir und werde dann meinen letzten Hike für die Reise machen und den Wagen dann auch mal gründlich reinigen. Also mir tut es ja schon fast leid, innen wie außen. Das ist nicht ohne. Ein kleines Highlight noch. Ich habe natürlich keinerlei technisches Know-how, um halt die Nachtfotografie durchzusetzen, auch wenn ich ein Stativ bei habe. Das ist mir einfach alles zu hoch. Es war natürlich eine sehr, sehr klare Sternennacht. Ich hatte zwar mit geschlossenem Dach, aber mit offenem Panoramadach und habe halt genau, wo mein Kopf lag, konnte ich halt durch die hintere Panoramascheibe durchschauen und das sah echt fantastisch aus. Also immer wenn ich mal der Meinung war, wie was geht ab, guckt man halt kurz hoch. Es war wirklich wunderbar. Eine schöne kleine Sache. Jetzt geht's aber wirklich los. Haben wir es mittlerweile 5 Minuten vor 8 und gucken wir uns mal an. Das erste nicht ganz so schöne Stück ist zwar auch überhaupt nicht der Rede wert, allerdings ja, hier muss es langsam vorangehen, weil es vorne sieht genauso aus. Alles halb so wild, aber so ganz perfekt ist es zumindest dann doch nicht durchgehend. War dann nochmal eine günstige Situation, eine Funktion des Wagens vorzustellen, die Hill Descent Control. Und die ist eigentlich in Mietwagen oder allgemein in der Wagenkategorie nur äußerst selten vorzufinden, aber doch sehr bequem.
Und zwar kann ich halt im Allradmodus durch Betätigen dieser Taste eine voreingestellte Geschwindigkeit halten lassen, die er elektronisch selber regelt, je nach Gefälle. Das ist eigentlich relativ einfach. Die funktioniert bis 32 Kilometer pro Stunde, ist sie einsetzbar. Jetzt kann ich halt meinen Wert wählen, aktiviere sie, bremse mir mein Tempo ein und habe nicht mal meine Füße an den Pedalen. Und er hält und regelt, bremst einige Räder ganz gezielt aus. Das funktioniert wunderbar. Muss sagen, die kann man auch nur im Allradmodus einsetzen. Hab sie jetzt ein paar Mal schon benutzt und muss sagen, die ist ziemlich cool. Also man merkt wirklich, wo er mal einbremst. Und allgemein ist es halt schon eine relativ komfortable Funktion. Und wenn vorbei ist, dann hört man auch beim Deaktivieren wieder, dass der normale Modus ist. Dann kann man beschleunigen. Und das machen wir jetzt mal ein bisschen, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Auf jeden Fall Landschaft wunderbar, bin echt zufrieden, auch wenn es natürlich hier die Straße mit vielen Steinen gespickt ist, bedeutet halt auch wirklich, man verliert schneller die Traktion, wenn man zu spät bremst, aber man fährt ja eh relativ vorausschauend, Verkehr ist auch sehr, sehr wenig. Donnie, what did Roberta Sparrow say to you? Nenne ich ja mal ein Erlebnis. Meine Güte, die haben es gut. Die haben es gut. Snowbirds, wohin man nur schaut. Aber die machen es richtig. Absolut. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde es doch genauso machen. Und die Umgebung hier gibt ja so viel her. Wenn man die geeigneten Mobile hat, dann hat man hier auch definitiv mehr Spaß als mit einem Auto. Man muss einfach zu sehr aufpassen. Ach, schon nicht schlecht. She said that every living creature on Earth has a home. Ja, das war's. 45 Kilometer Gravel. Die erste Hälfte bis zur Spitze perfekter Zustand. Die zweite Hälfte war dann ein bisschen durchwachsener. Sehr, sehr viele ATVs. Also ich glaube, hier hat man echt eine Menge Spaß. Also es ließ sich wunderbar fahren. Also ich will auf jeden Fall hervorheben, dass ich zufrieden bin, die Strecke gewählt zu haben, weil ich glaube, sie hat mich einfach mehr erfreut, als über Asphalt durch schöne Natur zu fahren. Das hat was. Man kann anhalten, wo man will. Man ist alleine. Man kann schlafen, wo man will. Und ja, die Kulisse war toll. Hat mir absolut gefallen.